Schon auf der Bellaria empfing und begleitete die Kaiserin das Vivatrufen, das Tücher- und Hüteschwenken der Menge, dann wieder im Burghof. Alles grüßte und nickte freudig. Wien, Hofburg, 17.04.1855. Der erste Hochzeitstag des jungen Paares, Familienunterhaltung und die allzu stürmisch wieder in den Alltag einsteigende Wöchnerin bilden den Hauptinhalt des folgenden Briefes von Erzherzogin Sophie. Wir haben heute einen Freudentag, der Hochzeitstag unseres lieben jungen Paares, den sie auf die segensreichste Weise begingen, indem sie heute früh, wie voriges Jahr, ihre Andacht verrichteten. Franzi gab Sisi ein schönes Armband mit seinen und der kleinen Haare. Und ich bestellte für die Kleine ein kleines Bouquet, das allerliebst ausfiel. Eine schneeweiße Kamelie, von ganz kleinen zartrosa Röschen und violetten Sternblümchen umgeben, das sie ihrer Mama, als diese mit ihrem Papa zu ihr heraufkam, überreichte. Dienstagabend waren wir alle in der Oper Rigoletto mit dem vortrefflichen Carillon, als du kam. Sisi wurde herzlich empfangen und sah gar hübsch aus. Sonntag kam Sisi zum Frühstück, zu unserer großen Freude. Sie ist heute mit dem Kaiser im Prater bei milder, schöner Luft geritten, denn leider, leider zur allgemeinen Desperation hat sie gleich nach dem Wochenbett wieder begonnen zu reiten. Sie sah allerliebst aus, aber mit aufgehobenen Händen begrüßte ich beide. Wien, Hofburg, 24.04.1855. Weit über alle meine Vermutungen vom familiären und harmonischen Alltag hinausgehend, erfährt man im folgenden Schreiben, wie unzeremoniell, ja sogar wie ausgelassen und kindisch sich die kaiserliche Jugend benahm, wenn sie sich frei von Beobachtern fühlte.